Nein, ihr Mann, wann hat er gekocht? Oh, vor ein Jahr vorher. So, ja. Also er ist auch eine, Schnitzer. ist Chinese und haben bei ihnen so einen, ja, so Hochblumen so bestellt, haben Verstopft, genau ja. mit Lila und Ah, ja. Lilly. Ja, Ja, gut, ja. cool. Okay, dann weiß ich Bescheid. Also manche ist so schon ein bisschen schon bunt, mit bisschen gelb, Ja, ja? so eine frische Farbe. Frisch. Also Aber lila ich. kann auch dabei sein, pink kann auch dabei sein, dann ich würde dann richtig bunt machen. Okay, ja, ich vertraue Ihren Geschmack und alles und dann ich lasse Ihnen da rein. Okay. Okay, Ja, dann komme alles ich gut. später. Okay. 안녕하세요. 플로리스트 김숙진입니다. 예, 지금 방금 중국 분이 내일 추석이라고 지인 집에 초대받아서 가는데 꽃다발을 보름달처럼 노란색으로 해달라는데 근데 제가 알기로는 중국에서 노란색은 예, 거의 장례식 때 쓰는 꽃으로 알고 있고 그리고 제가 갖고 있는 노란색 꽃이 마침 국화라서 그거는 더욱더 안될것 같아서 제가 이제 색상을 조금 이렇게 섞어서 하자고 했습니다. 그런데 그래도 다른 꽃 노란색으로 달의 상징이니까 좀꼭 놓달라고 해서 개화바라, 장미, 예, 해볼라 합니다. 예, 저희가 연휴는 아닌데, 아, 이분이 갑자기 추석에 어디 가신다니까 추석이 더 생각이 나네요. 예. 예, 지금 이 꽃다발도 뭐 달이 동그랗잖아요. 그래서 이분도 동그랗게 만들어 달랬는데 이제 거의 반 잘라놓은 그런 모양으로 들어가는 거죠. 예, 그래서 아무래도 추석이고 하니까 풍성하게 만들기 위해서 어차피 제가 소재는 많이 쓰지만 그래도 이제 조금 가을 소재랑 섞어서 예, 풍성한 모양을 만들려 합니다. 예. 그리고 좀 색이 어둡지 않았으면 좋겠다고 해서 이렇게 분홍색을 놓으면은 좀 색이 밝더라고요. 예. 근데 요번에는 보라색은 안 넣겠습니다. 이 사람도 좀 여러 색을 넣고 환하게 해달라고 해서 보라색은 넣지 않고 보통 분홍색, 노란색 하면은 굉장히 예, 상쾌합니다. 색이. 프롤리시하다고 하지. 일부러 빨간 장미도 두개 놓습니다. 중국 분들은 빨간색을 많이 좋아하더라고요. 예, 달색. 노란색을 원하셨지만 해바라기하고 국화는 안, 국화는 어차피 안될것 같고 해바라기는 또 해를 좀 상징하기 때문에 예 요런 개화미니 다른 꽃 종류로 약간 주황색 이렇게 하면서 요 색만 하면 어두울 것 같아서 예이 색상 이렇게 받쳐주면서 뭐예달 모양이라고 생각을 하는데, 뭐, 달 모양이 둥그러니까, 예, 이렇게 둥그렇게 마치겠습니다. Danke schön, dass Sie Verständnis haben. So, morgen dann habt ihr ein bisschen zu beschäftigen. Ah, okay. Also, meinen Sie, das ist, also Sie würden das die Livestream machen oder? Nee, nur so aufgedreht Aha. und geschnitten und Okay. dann in YouTube, also Okay. hochgeladen. Ja, also wann?
Also unsere Blumen kommt morgen. Achso, das haben Sie schon... Wir haben schon gedreht. Ah, okay. Wie ich Ihre Blumen gebunden habe, hat er schon gedreht. Ja, natürlich. Ja, danke schön. So, das sehr ist schön. Der Strauß. Sehr, sehr schön. Ich habe hier extra gelbe Manschette gemacht. Normalerweise mag ich ja keine Manschette, aber so ein bisschen gelbe, halb, also so wie der Mond. Und habe extra hier eine Harte reingemacht. Schön. Im Mond sagt man in Asien, die Harte macht Reiskuchen oder was weiß ich. Nicht Reiskuchen, aber ja. Gell, so was Ähnliches. Ja, genau, so genau. Gemüse, richtig. Ja, ich habe gerade so eine Harte gefunden. Ich wollte so einen Mond suchen. Mhm. Ich habe bestimmt irgendwo Mondsterne, so Weihnachtsartikel, aber habe nicht gefunden. Ich habe die Harte gerade gefunden und gehört auch mal dazu. Auch gerade schön gelb, Super schön. Dankeschön. Also mehr würde ich nicht einpacken. Mhm. Sie können auch so in die Vase stellen. Okay. Auch mit Papier. Wenn Sie möchten, können Sie auch Papier abmachen. Aber Sie können das so überreichen. Mhm. Und ich habe hier zwei rote Rosen dabei, weil Chinesen so viele so rote Farbe mögen, habe ich extra reingemacht. Okay? Sehr, sehr schön. Vielen Dankeschön. Ist so, dass ich würde jetzt die Blumen zuerst mal nach Hause tragen und abends würde die Blumen nehmen. Mhm. Können Sie da unten noch etwas... Sie müssen jetzt zwischendurch im Büro nur mal ins Wasser stellen. Genau, ich fahre jetzt zurück nach Hause. Ich würde Sie fahren jetzt schon nach Hause? Genau, ich würde das ins Wasser stellen, aber dazwischen können Sie... Ist ein bisschen Papier drum? Ja, das wäre ja nett. Ja. Und wenn es geht, bitte tragen Sie so. Ich weiß es nicht. Wenn Sie nach unten tragen, kann ja die Harte rausfallen. Ja, natürlich. Ich habe gut angedrahtet und alles, aber kann schon passieren. Danke. Also, wenn Sie möchten, können Sie auch gerne morgen abonnieren. Natürlich mache ich. Und Daumen hoch. Ja, würde ich machen. Aber leider ist alles auf Koreanisch. Aber gibt es Google-Übersetzer? Ja? Ja. Also, das braucht man nicht eigentlich. Es wird nur gezeigt, wie man es gebunden wird. Schön. Dankeschön. Also ich habe zwei Katzen zu Hause. Oh, ja. Und welche Blume würden Sie empfehlen, das für Katze freundlich ist? Also eigentlich kaum. Die knappen alle ab, gell? Also eigentlich nicht. Also Rosen bis jetzt her gab es keine Probleme. Mhm. Ja, oder Lysianthus finde ich auch sehr schön. Ich weiß nicht, ich kann diese Blumen nicht so gut behalten. Also bei mir es wird hält, schon hält nicht. Hält nicht. Genau. Ja, also wenn Sie nicht dagegen haben, also Chrysanthemen hält sich ja sehr, sehr schön. Kann einzeln so schön hingestellt sein. Mhm. Die Farbe ist auch wunderschön, finde ich. Ja. Das ist richtig schön. So. Oh. Also nicht rot, nichts Bordeaux, also lila ist auch nichts. Ja. Braun ist auch nichts. Mhm. Aber die gehen noch mehr auf. Ja, sehr. Die sind jetzt noch zu. Mhm. Also finde ich eigentlich sehr schön, so für einzelne Vase. Wie groß ist die Vase? Die ist breit und die ist hoch. So wollen Sie einzelne Blüte so reinstellen? Nicht einzelne. Also welche andere würden Sie auch zusammenpassen oder mehrere? Ich weiß es nicht. Ist das so rund, die Vase? Also oder so wie? Ja, genau. Ach so, dann ist er ein bisschen hoch. Ich sage, ich kann schneiden. Nee, es geht eigentlich. So, ich glaube, zwei Chrysanthemen, dann reicht das. Mhm. Die gehen ja so auf. Ja. Ich würde jetzt nur geschlossene nehmen, die ist jetzt ein bisschen weit auf, ne? Mhm. Mal gucken. Also auf jeden Fall, die werden viel größer, ne? Ja. Die ist schöner? Ne, die ist schön, oder? Ja. Super. So. Und welche andere Blumen passt dazu? Kaum. Kaum finde ich. Ja. Was hell ist, das ist Dill. Mhm. Auch schön. Er rieselt ein bisschen. Und dazu habe ich auch schöne lilane Rosen, wenn Sie möchten. Lila Rosen. Mhm, ich zeige es Ihnen gleich. Ja. Also bei dem darf nicht so kompakt sein, soll lieber ein bisschen aufgelockert sein, finde ich. Ich finde wahrscheinlich nicht? Ohne, also ich finde die anziehen, also ich finde die beide passen nicht so. Doch.
Die okay. passen gut zusammen. Also farblich ist auch sehr schön. Okay, dann nehme ich eine. Eine? Ja, und mhm. lila Hose haben Sie, habe mhm. ich gerade. Dann muss ich hier unten dann ein bisschen gruppieren. Ja, ja. Hab alles da. Die sind eingefärbt. Mhm. Hallo. Hallo. Dauert's einen Moment. Ah, dauert's nicht. Muss gerade einen Strauß machen. Aha, okay. Ja? Also Eukalyptus ist auch ungefährlich eigentlich für die Katze, mhm. so viel ich weiß. Ikebana. Wie sieht die an einem Gedicht aus? Ja, also ich spinne gerne eigentlich so ein bisschen Ausgefallenes. Mhm. Also ich wundere, ich vergleiche normaler die Strauß, die ich kaufen könnte bei, weiß nicht, also andere vom Blumenladen bei Ihnen, die zusammen diese Bund. Ja. Sieht sehr künstlich, also sieht sehr. Dankeschön. Ja. Ihr Mann arbeitet auch hier in der Nähe? Genau, genau. Ja. Also er ist heute super beschäftigt, hat jetzt muss ich Blumen besorgen. Genau. Hm. Aber letztes Mal finde ich, wow, das sieht super aus. Ja, so wenig Beiwerk, aber wenn man so schön Ausgefallenes hat, kann man vieles machen. So kommt auch schon so schön zur Geltung, ne? Ist ja nur wirklich ein paar Plumpchen. Und ich werde auch, wo stellen Sie den Strauß hin? Im Wohnzimmer. Auf dem Esstisch oder? Genau. Oder einfach einseitig? Würde ich also, wenn die Katze, wenn wir auf den Boden stellen, dann wird die Katze spielen. Dann würden wir auf der Esstisch stellen. Okay, dann mag ich beide Seiten. Ja. Ja. Ich würde auch nicht so viel höher machen. Dann, wenn Sie hier auf dem Tisch hingestellt haben, dann sieht man die Blumen gar nicht. Also die Größe, ja. Die Höhe ist optimal dann, ne? Also brauche ich überhaupt nicht zusätzlich zu schneiden oder so? Gar nicht, auch nicht aufbinden. Wenn der gleich ins Wasser kommt, brauchen Sie gar nicht zu machen. Okay, ja? Super. Ja. So. Sehr schön. Ah ja, schön, toll. Und dann für die Wasser zu wechseln, jeden Tag? Oder? Eigentlich besser. Jeden ja. Tag. Und was Wichtigste ist, dass die Wade immer sauber ist. Ja. Ja, ich schrubbe die Wade immer ein bisschen mit Spülmittel. Mhm.
mit Schwamm, wird richtig sauber gemacht, frisch gemacht und jeden Tag frisches Wasser hält sich am längsten. Feiert ihr morgen groß? Heute Abend schon. Ach, ist es für heute Abend? Ja, da diese Blumenstrauß ist für heute Abend, haben wir so kleinen Kreis, so Abendessen, also dann haben wir Einladung bekommen. Mhm. Und deshalb überlege ich mal, so eine schöne Blumenstrauß als Geschenk, das wäre super. Ja. Okay, dann diese Blumenstrauße werden wir jetzt sofort hochladen, dass ihr heute Abend gucken könnt. Ja, ja. Ja, das werden wir machen. Ja, ich würde Ihre Lade auch anderen Freunden von mir zu empfehlen. Gerne, ja, danke. Das gefällt mir wirklich sehr. Ja, ich habe auch ein paar Chinesen, auch hier vom China Travel, also die sind jetzt nicht mehr da, aber eher China. China-Eier? Oder okay. Da ist es so großen Fluggesellschaft, ja. Da kommen auch eigenes und ja, gerne, gerne. Ich würde mich freuen, ja. Den soll ich in Papier einpacken? Ja, besser. Ich würde den Kram nehmen. Also besser, für den Strauß macht einen super Preis, 15 Euro. Ja. Und 30, ne? Die Preise sind gut. Oh, noch nicht. Mit Karte geht es im Moment gar nicht. Okay, also habe ich das jetzt. Ja. Also ich habe jetzt beantragt, das ist alles nicht einfach. Mit der Kartezahlung habe ich jetzt erkundigt und der Firma hat mir geschrieben. Das dauert noch mal ein bisschen. Okay. Muss man alles genau überprüfen. Ja, das ist keine einfache Sache. Okay, ja. Aber wie gesagt, ich habe jetzt kümmere ich mich drum. Ja, ich glaube, mit den Karte bezahlen, das ist das Beste. Ja, auf jeden Fall. Jetzt gestern habe ich mit einer Firma kontaktiert. Die haben mir jetzt zurückgeschrieben, ich muss halt mal welche aussuchen. Es gibt auch verschiedene Geräte. Das System ist alles anders. Ja. Oh Gott. Ja. Schon Wahnsinn. Ja, vielen Dank. Ja, danke schön auch. Also, dran denken, hätte gerne Ihr Name gewusst. Ah, mein Name ist Ling. L-I-L-I-N-G. Oh, Ling. Ganz einfach. Ja, sehr einfach. Ja. Okay. Ich muss meine Kopfhörer das erstmal setzen und sonst später dann muss ich nicht. Also den könnt ihr auch nach unten tragen, den kleiner, aber den. Ja, dann weiß ich Bescheid, würde ich das nicht machen. Okay, sehr schön. Ich danke Ihnen, also ich danke auch. Das gefällt mir sehr. Und wir wollen Ihnen ein schönes Wochenende. Dankeschön und schönen Feiertag. Ne? Ja, danke schön. Danke. Tschüss. Tschüss.